Und willkommen zurück zu Let's Play Lapsomato 2015. Jetzt sind wir hier stehen geblieben. Ich habe gerade das Spiel neu gestartet, weil ich den Mod neu reinmachen muss, etc. etc. Und jetzt können wir einfach gerade erstmal hier den Kollegen Mais abtanken. Und dann, wenn der Wort jetzt gleich fertig ist, können wir auf jeden Fall die Zeit vorstellen, weil, dass wir wenigstens nochmal in Zelle kommen. So, Mods haben wir reingetan, da muss man gerade in einem Rad gucken, wie was das nochmal genau war. Wie viel? 113.000, eigentlich schon nichts. 42 PS Traktor brauche ich dafür. Das ist schon hart, sage ich einfach mal. Aber wer da nicht drum herum kommen. Wie viel kriegen wir denn für den anderen Futtermischwagen, wenn wir den verkaufen? Kriegen wir 39. Ach, du musst auch auf Garage gehen, ich Idiot. Da ist er. Na, 24.000. Hat wenig, egal, holen wir uns ein bisschen Kredit noch auf. Wobei, den kleinen Teil kriegt der auch weg dann automatisch, weil ich brauche den ja dann überhaupt nicht mehr. Ich muss ja nur fürstellen, dann brauche ich den Täter noch. Und dann sind wir doch da sicher so, auf der guten sicheren Seite. So, kann der jetzt weitermachen. Wir sammeln unten die Ballen fertig ein. So, haben wir noch was fertig hier? Hat. Ah, ne, war ja voll. Ahahaha. So, 5 Minuten. Gerade mal nicht, wir spüren schon Gedächtnisverlust. War halt nicht klar. Auf den Sprung umzuwerfen jetzt. Jetzt mal hat er einigermaßen funktioniert. Rad ausrichte. So, beim hier entladen, sollen wir einfach machen. Okay, irgendwas gleich geht. So. Also, so geht es doch. Komm nicht gleich, so. Die Bank untergebracht. So. Lalalala. So, ein und dann haben wir doch die Schaffer. Dann muss man gleich schon mal ein klein bisschen Kredit aufnehmen, damit wir das Ding da untergebracht gehen. Und das kriegen wir natürlich. Können wir natürlich dann sofort wieder um zurückgeben, was wir die Zukunft verkauft haben. Oder wobei, wenn wir die Zukunft verkaufen, passt das doch sowieso. Ich sag es einfach mal. Also wenn wir den Strom verkaufen, dann passt doch eh alles. Von daher nur Problemo. So. Auch noch so viel zu tun, bevor man hier frisch mit der nächsten Apple loslegen können. So. Das wäre erledigt. So, starten wir jetzt mal mit dem Stroh einsammeln. Ich will auch noch irgendwie mal hinkriegen, alles. Dein Hut gehen. Wir haben auch vielleicht noch diese und auf nächsten Folge noch ganz sitzen. Und Stroh einsammeln. Vor allen Dingen. Warte ich da auch, dass der Dings fertig ist. Ist gleich soweit. Dann kann ich die Zeit hochstellen. Hier fahre ich schon mal weg.
ich da schon. Jetzt geht das wieder los, hat er nicht funktioniert, ne? Dann kriege ich die Krise. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was das jetzt war. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da dieses sanfte Lenken drin hatte. Das hatte ich auch letzte Woche reingetan und dann nach kurzer Zeit später, letzten Aufnahmesession, ist das ja auch schon passiert. Und manchmal vielleicht lag es daran, ich habe da jetzt wieder das Original-Skript reingetan. Jetzt begeben wir uns dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Na? Nämlich die Sachen schon mal verkaufen hier. Wir können uns auf jeden Fall die Zeit hochstellen. Weil die Sachen sind alle erledigt. Damit können wir jetzt mit dem Stroh beginnen. Seine Lamborghini können wir hier unten ansetzen. Hat er hier schon mal Kobalt. Dann tun wir jetzt Stroh einsammeln. Aber also im Hellen erstmal. Mal gerade gucken, Wachstumsphase ist auf langsam, ja. Aber warte schon mal gerade, Wachstum auf 0 setzen. Weil, damit ich nachher alles gleich habe bis um 12 Uhr. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, was ich hier mache, aber ich mache es jetzt einfach. Ist mir Latte. Vollkommen Latte. So, der hat da zu wenig PS dafür. Hätte ich vorher gebrauchen können, früher. Jetzt aber im Moment nicht brauchbar. So. 1 Uhr. Dann gehen die Geräte kosten das alle runter. Die Tierkosten, glaube ich. Ne? Oder? Betriebsfahrkartenkosten, Lohnzahlungen. So. Verkaufen, verkaufen. Oh. Kommen jetzt doch schon große Dinge kaufen. Hätte jetzt nicht gedacht. So, aber erstmal dazu, dass wir hier den das Stroh jetzt einsammeln können. Müssen wir erstmal den Kühlmarkt runterbringen. Machen wir zuallererst, bevor wir hier was anderes machen. Dann natürlich erst, wenn die Zeit wieder runtergedreht wird. Vorher machen wir das nicht. Ja, das ist schon wieder viel besseres Lenken, so. Meines Erachtens. Viel schöner, weil man sich darauf eingespielt hat. Und dann bringen wir das andere einfach nicht. Aber ja, erstmal das Stroh einsammeln, dann müssen wir heute auf jeden Fall komplett mit beschäftigt sein. Wo ich anfangen dann? Ach komm, hier, der Weg ist kürzer. Tun den schon mal ansetzen, dran stellen. Und dann muss man jetzt gleich noch zum Schafenhof fahren, die ich auch noch was zu fressen hebe. So, doch Teller, Gott sei Dank. So, jetzt einmal erst. Nein, Quatsch. Die Taste muss ich drücken. Beziehungsweise die Taste. Nochmal, wir wollen jetzt. Upsa. Get a Taste. So. Wobei hier. Na. Taste, so, jetzt kann man hier von mir aus wieder einfach so zumindest auch langsam setzen. Warum jetzt eins nach dem anderen hier gerade? Ha! Erstmal den Hänger zerstören. So wie es gehört. So. Also ich bin mal gespannt, ob das da vielleicht haben wir Glück und es war wirklich dieses scheiß sanfte Lenken. Ich hoffe es wirklich sehr. Dann geht mir jetzt auch gesagt, die ersten zwei Folgen gingen wunderbar. Gestern die Folgen gingen auch wunderbar, die ich aufgenommen habe. Kurz für Samstag und Sonntag für heute. Moin. Also letzten Sonntag. Jetzt auf einmal fängt die Scheiße wieder an. Kann da irgendwie nur so ein Skript beim Shoot sein oder so irgendwas. Wurde es glaube ich eher mal noch weniger.
So, du kannst dich von mir aus auch hier verpissen. So, dann einmal einen Schlag zurück. Das hier gerade wegbringen. Und dann geht es los im Stroh. Ein bisschen getrunken, die Herren, ne? Hatte ich schon auch noch erzählt, da fällt mir gerade nur so ein. Hatte ich jetzt letzte Woche, ich weiß gar nicht, was ich angenommen. Letzte Woche Donnerstag war das, genau. Auf dem Heimweg von der Arbeit. Ich habe jetzt seit 2008 hab einen Führerschein. Das ist jetzt das siebte Jahr, wo ich einen Führerschein habe. Erste Mal eine Polizeikontrolle gekommen, ne? Auch nicht schlecht. Aber das Schöne ist, hat 2, 3 Minuten gedauert, dann konnte ich weiterfahren. Haben mich rausgewunken. Hier sind erstmal allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein, Fahrzeugschein. Und ja, habe ich mir alles übergegeben. Dann hieß es, ja, Latz, einmal Warndreieck und Verbandskasten. Hat natürlich gegeben. Und er hat dann auch direkt gesagt, okay, wir können weiterfahren. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte, dass ich hinten die Feuerwehrjacke drin liegen hatte. Das kann gut sein, muss aber nicht. Er hat ja da hinten liegen und dann hieß er, er hatte geguckt, hat Verbandskasten angeguckt, Warndreieck angeguckt und dann hieß er auch direkt, okay, haben wir alles wiedergegeben, Herr Latz, Sie dürfen weiterfahren. Ja, die ganze Sache war vorab von 2, 3 Minuten. Nicht schlecht, vor allen Dingen, das war wirklich interessant. Erste Fahrzeugkontrolle überhaupt in meinem Leben. War für schon noch nicht die letzte gewesen sein. Aber in der Zeit, wo ich den Führerschein habe, 7 Jahre. Nicht einmal angehalten, jetzt auf einmal angehalten, dann. Bingo. Naja, aber sie dürfen weiterfahren. Hab noch einen recht schönen Tag gewünscht und dann. Ah, mit dem Auto sind wir abgedüst. Eh noch nahm auf noch mit stummen Gedanken kommen. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt habe ich hier der Gerät. Brauche ich hier unten, kann ich gleich schon mal hochdüsen. Damit ich eben halt. Wo fahre ich eigentlich lang hier, ich Idiot, ha? Damit ich ja noch den. Das andere, den Rubber holen kann. Und schon alles machen. So, hier kann ich aber gerade mal auf Mais umsetzen. So. Dann hole ich gerade den Gruber, setze den an. Dann hole ich mir noch den, Wetter eigentlich für heute. Wolkig. Zuckerrüben, was sagen die? Güterbahnhof 295, ja, man auf jeden Fall einen Güterbahnhof abgeben, weil im Vergleich zu den anderen. Das Spiel hat mir schon mal, kann ich jetzt noch mal gerne Beweis zeigen. Muss ich, apropos Handy, sehe ich gerade. Einen Moment mal gerade, ich muss das mal gerade ans Akku tun. Sonst habe ich dann nachher keinen Saft mehr drauf, nach gefettet. Ah, anstatt den Knoten raus, mache ich noch einen rein. Muss man auch mal schaffen, so. Einmal bitte da rein und einmal hier rein. Ja, ist gut. Installationsprogramm, USB angeschlossen, ich weiß, nein. Na komm her, nur, nein, überspringen, nur laden. Hab das bald. USB angeschlossen. Komm, nur laden. Mehr will ich auch gar nicht. So. Jetzt, Rechner. Wir haben noch 300. Ich rechne einfach mal mit 390, damit es eine gerade Zahl ist. 390 Tonnen mal 382 Euro sind 148.000. 149.000 circa. Und jetzt die 390.000 mal 295 rechne. Sind nur 115.000, aber wir dürfen nicht vergessen, da kommt ja nochmal
circa nochmal das Doppelte drauf, ne? Dann kommen wir da auf jeden Fall schon mal gut drüber. Also Zuckerrüben bringt auch wirklich, wenn man das wirklich Dings abhebt, vielleicht auch mit den anderen, aber ja, das ist das Einzige, wo ich dann damit hingehe. Ich mache mal gleich vergleichsweise einen Raps nehme. Ich mache mal vergleichsweise einen Raps. Boah, wie oft willst du mir jetzt noch anzeigen, nur laden? Das sind 144 Tonnen. Höchster Preis ist 1097 Euro. Sind auch 157.000, 158.000 Euro, die ich dafür kriegen wird. Und wenn ich die 144 Tonnen mal 773 nehme, oder 13, da wäre auch ein bisschen mehr, als die manchmal mit der Transportfirma jetzt kriegen würde, aber jetzt auch nicht so dramatisch. Wäre auch schon wieder Doppelte, fast, aber. Ich kann nicht immer alles zum Güterbahnhof fahren. Auch blöd, wäre ja wirklich auch wirklich extrem Geldmacherei. Ich weiß überhaupt richtig, dass man da auch noch Geld wegbekommt. Das weiß man ja so genau nicht. So, die Zeit ist gerade weit vorbei. 4 Minuten habe ich noch. Muss ich gucken, dass ich hier noch alles so weit parat gestellt kriege oder anstarte, dass ich dann hier relativ fertig laufen kann, schon mal starten kann. Da muss ich in der nächsten Folge dann direkt mit dem Stroh beschäftigen können. Gleich haben wir Glück und ich kann mir mit dem Geld von Zuckerrüben noch einen neuen Traktor leisten. Den ich dann komplett dann unten für unten benutzen kann, den anderen für hier für Stroh. Aber ich muss mir noch genau überlegen. Muss mir noch genau überdenken, wie, was, wo, wann ich das mache. Aber als allererstes erstmal hier der Gerät hier ansetzen. So. Das quadratisch praktisch gut fällt, dann ist eigentlich scheißegal, wo man ansetzen. So, dann bitte einmal den hier. Muss ich gerade mal voll machen. Dann können wir, kann der nicht da oben das Feld auch schon mal düngen. Muss ich wohl den Dings dann noch wegholen. Fällt mir gerade ein. Da scheint nämlich noch stehen. Den Deutz mit dem. Mit der Sämaschine. Da müssen wir auch noch auf die Endstation kommen, da müssen wir uns dann eine zweite kaufen. Da muss auch eigentlich mal gemacht werden. So, Eier kann ich übrigens nur einsammeln. Rein. So, wo haben wir das? Der Gerät. Ja, dich kann ich mal ungefähr auf dem Weg nach da unten bringen. Ich muss dich ja da gleich zum Ernten, zum Einsehen haben. So, jetzt müssen wir gerade noch einsammeln. Da müssten laut Liste sind da wie viele Eier? Spielen uns ja insgesamt 45 Stunden. Ganz schön, die Statistik hier. Verbraucht das Saatgut, oh wei. 10 Eier. Nicht viel. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8. Neun, zehn. Der. Aber ich hab mal alle Eier auf Null. Aha. Ist ja geil. Hab ich auch nicht oft. So, die schub ich mal nach unten. Gerade an die Saatgutstelle. Ich muss unbedingt da Saatgut reinkriegen. So, ich muss gerade schon mal auf Weizen umsetzen. So.
gerade einfach mal gucken. Gülle 81 schon ist noch nicht allzu viel, müssen wir auch noch nicht allzu viel, wobei der ist bald voll. Mist, doch müssen wir auch mal man darf da vielleicht jetzt nächstes Mal dran gehen mit dem Mist, mit Mistdüngen. Ja, aber diese Folge, die nächsten Folgen. Ich wollte einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut auch morgen wieder ein zu einer neuen Folge Let's Play Lampsimulator 2015. Wir werden dann, wie gesagt, das Stroh einsammeln und gucken, was sonst noch so passiert. Also, bis dahin. Ciao.